Das ist ein Hirsch mit einem immer noch verdammt langen Hals. Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hirsch-Simulator. Wenn ihr Lust habt auf mehr, lasst gerne direkt am Anfang einen kleinen Like da. Es gab ein dickes, fettes Update in der letzten Folge, haben wir diese wunderbare Welt unsicher gemacht, haben alles zerstört und vor allen Dingen haben wir einiges entdeckt. Und zwar dieses Eisbär-Ding, dann eine Kettensäge. Aber wir haben noch ein paar Aufgaben. Und zwar diesen Bonus-Würfel-Lucky-Block bekommen wir erst, wenn wir das wahre Ende entdeckt haben. Und dazu müssen wir diese Welt hier verlassen. Und zwar müssen wir da hinten in die Zukunft. Aber bevor ich das mache, gucke ich mal, dass ich mir nochmal die Bonuswaffen da mitnehme. So, genau, die goldene Diegel. Nehme ich die Sushi-Bomben-Dinger auch mit? Nee. Ah, doch. Ah, der Koala! Die ganzen Sachen haben wir bekommen, weil wir hier halt gewisse Aufgaben erledigt haben. Ach stimmt, wir könnten doch eigentlich mit dem Boot einfach da vorne hinfahren. So, ja moin, da bin ich. Ich würde ganz gerne einmal in die Zukunft. In der Zukunft waren wir tatsächlich auch schon einmal. Allerdings soll da auch einiges neu dazugekommen sein durch die Zeitreisen. Yep. Und dort ist das Ende. Das ist auch neu dazugekommen. Wenn man dort alle Missionen erfüllt, gibt es einen Bossfight. Ach ja, wir können uns übrigens auch in Tiger verwandeln. Das ist voll geil. Okay, dann werden wir hier mal ein bisschen Scheiße bauen. Dazu zerballern wir erstmal die Sachen. Wir brauchen ja ein paar coole Waffen. Ja, das ist das, was wir brauchen. Guck mal, jetzt haben wir Schuhe. Sind wir damit besonders schnell? Ach stimmt, man konnte auch hier auf so Motorrädern fahren. Oh, na endlich. Zack, Alter. Junge, was ist das denn? Au. Okay. Blöde Straßenbahn. Sag mal, was soll denn das? Könnt ihr jetzt mal, hör doch mal auf. Ich versuche hier zu arbeiten. Und mit Arbeit meine ich die Welt zu zerstören. Oh nein, die Polizei. Oh, wir haben noch nicht so krasse Waffen. Oh, als erstes die blöden Schafe. Oh, und das Schaf hat einen Körper. Oh nein. Junge, der macht uns fertig. Ein elektrisches Schaf. Sag mal, wir machen doch noch gar keinen Schaden. Der würde uns so platt machen, ich sag's euch. Oh, ja. Mach das hier weg, komm, ihr blöden Schafe. So, haben wir da irgendwas? Jawohl. Das brauche ich nochmal. Oh. Weg mit euch. Okay, wir müssen den Schafspapa fertig machen. Er schickt aber seine blöden Elektroschafe da die ganze Zeit ins Feld. Okay, wir müssen einmal weglaufen. Wir haben gegen den noch nicht so wirklich eine Chance. Aber er verfolgt uns die ganze Zeit. Ja. Hier ist was Neues. Jawohl. Ja, so sehen wir doch schon viel besser. Und wir haben uns auch zurückverwandelt. Oh ja, er kassiert jetzt ein bisschen mehr. Aber es ist immer noch nicht krass. Es sind immer nur so 2 Schaden. Mann. Wir sehen so lustig aus. So, liebe Schafe. Macht, dass ihr mal wegkommt. Und euren Papi, euren Chef, machen wir jetzt auch einmal fertig. Wir haben ihn gleich. Gleich ist er down. Ja. Komm schon. Jawohl. Wir haben die Polizei besiegt. Was lässt er liegen? Gar nichts? Wow. Das müssten jetzt die mutierten Eisbären sein. Oh ja. Jo. Oh. Okay. Eisbär MK2. Wow, da, hier vorne ist der Eisbär. Sprung. Alter, vor allen Dingen ist er unfassbar schnell, weil er sich jedes Mal in sein blödes Auto verwandelt. Einfach weglaufen. Da kann er nicht großartig was machen. Ich glaube, es ist smart, jetzt einmal ins Wasser zu laufen. Weil wir da ein besseres Kampffeld haben. Was einfacher zu überblicken ist. Ja, der ist gleich platt. Der ist gleich dann. Bam. So, jetzt noch die anderen fertig machen. Aber der Unterschied ist, sonst haben wir doch immer noch so Sachen bekommen. Weil der droppt jetzt gar nichts. Aber das ist gut. Wir haben auch noch keine HP verloren. Das wird wichtig sein für die Bossfights. Weil das sind jetzt ja an sich die noch etwas leichteren Typen. Das ist jetzt, glaube ich, noch 2. Jawohl, wir haben die Polizei. So, wir können auch mal gucken. Ich glaube, es gab... Ja, da oben, seht ihr das? Da oben müssen wir irgendwie hinkommen. Weil da ist so eine Riesenwaffe. Aber ich kann halt noch nicht hoch genug springen. Aber warte, da oben ist was. Wenn ich das Haus zerschieße, dann fällt es nämlich in sich zusammen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, hier können wir hochjumpen. Perfekt. Okay. Jawohl, dann haben wir schon mal so eine. Vielleicht schaffen wir den Sprung von hier. Hopp! Nee. Also da oben sind Waffen drauf. Aber die sind, glaube ich, noch zu hoch. Also wir müssen jetzt eigentlich nur die ganze Zeit weiter Sachen zerstören, Waffen einsammeln und dann den ultimativen Bossgegner hier besiegen. Oh, was ist das? Ah! Ja, wir können jetzt fliegen. Chillig. Dann fliegen wir zu dem rüber. So, ausrüsten. Sehr nice.
Ja, hoch, 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 hoch. Oh, da oben ist auch noch irgendwas Dickes. Aber das erstmal ausrüsten. Yo, let's go. Das sind die dicken Dinger. Ausrüsten, dankeschön. Nochmal ausrüsten. Mal gucken, wie schießen wir jetzt. Oh ja. Ich weiß aber nicht, ob das so viel Schaden ist. Ich weiß auch nicht, warum die so fett sind. Wollen wir jetzt mal... Warte mal, wir gucken jetzt mal, wie viel Schaden wir machen. Oh ja. Doch, es geht schon. Wenn die dicken Dinger treffen, dann kommt das schon. Weil das sind, glaube ich, diese... Ja, yeah, genau. Diese Raketen machen super viel Schaden. Oh nein. Das ist jetzt dieser Hase. Oh, der hat sich nicht verändert. Was? Junge, was ist denn da gerade passiert? Alter, das ist ein freaking Happy Hippo, Alter. Kennt ihr diesen Snack? Oh. Okay. Oh, da kommt es schon angelaufen. Nee, das sind wieder die anderen. Oh, stimmt, wir haben jetzt ja viel... Oh Gott, wir haben viel mehr Gegner. Okay, wir gehen wieder hier so ein bisschen raus. Alter, ich mache nicht so viel Schaden. Ah, doch, 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 doch. Die gehen ganz gut kaputt. Aber ich muss halt in Bewegung bleiben, weil dieser blöde Mundwandler uns die ganze Zeit anvisiert. Aber ich muss erstmal die Eisbären zerstören, weil die nerven mich gerade übertriebenst. Weil die auch so super stressig hinter uns herfahren. Ja, ja, komm, komm, komm. Oh, nicht. Oh, da haben wir gerade ein bisschen HP verloren, weil die uns gerade eingekesselt haben. So, komm, du blöde, nerviger Eisbär. Was ist das denn? Alter, was war da? Da war gerade ein Zebra oder so, aber so ein buntes Zebra. Jetzt kann ich in seinen Mull ballern und dann ist er hoffentlich auch gleich down. Ja. Oh, Polizei besiegt. Let's go. So, der hat jetzt aber auch wenigstens mal Sachen liegen gelassen. Puh. Okay, ich glaube, es fehlt echt nicht mehr viel. Also, Gebäude... Nein, das waren... Oh, nee, nee, nee. Ich lasse das, weil da oben ist dieser Koala. Sein Gebäude zerschieße ich lieber nicht. Weil ich glaube, wir haben jetzt nur noch einen Boss. Und dann ist hier Halligalli. Wir schnappen uns jetzt nochmal ein, zwei Waffen von hier oben. Zack. Und dann sollten wir eigentlich doch ready sein. Ach stimmt, wir sind auch schon Desaster Level B. Ja, das bedeutet, da fehlt echt nicht mehr viel. Also ich glaube, bei A ist dann auch Schluss. Also ich glaube, ich bin jetzt gut gewappnet, um eigentlich jetzt jeden Bossfight auch bestreiten zu können. Hier können wir, glaube ich, auch ganz gut den Schaden uns gönnen. Gleich sind wir auf Level A. Man sieht's. Ja, jetzt kommt der Letzte. Das ist der Future Doggy. Oh Mann, ey. Alter. Junge, aus welchem Höllenportal kommt der denn gekrochen? Bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was der jetzt gleich macht. Es werden auf jeden Fall viele Gegner auf uns warten, die ich aber noch nicht sehe. Oder ist es ein Portal? Ich glaube, es ist ein Portal. Ich muss da rein. Okay, rein ins Portal. Das Portal öffnet sich. Das sind wir. Mit einer coolen Sonnenbrille. Zukünftiges Selbst, Level 4. Okay. Oh, Alter, was war... Sag mal, warum hast du denn... Ah, alles klar. Wie kann ich das aufsammeln? Shift. Okay. Was du kannst, kann ich auch. Zack. Ah. Oh, Alter, der macht gut Schaden. Oh, yo, genau. Du hast einfach eine Waffe. Ah, alles klar. Ich slash jetzt einfach komplett rein. Jawohl. Bam, Junge. Einfach drauf da. Haben wir ihn besiegt? What? Fluch des Hirsches? Ach, komm schon. Einfach drauf. Jetzt habe ich aber zwei. Komm, 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 Junge. Komm, 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 komm. Rauf, 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 rauf. Jawohl. Das müsste, der müsste jetzt down sein. Nein! Neuer Versuch. Ah, man muss jedes Mal wieder von null anfangen. 20 Minuten später. Yes. Okay. Dann kämpfen wir wieder gegen beide. Ich meine, boah, ey, seine blöde Kopfattacke macht so viel Schaden. Ich will wenigstens mein zukünftiges Ich einmal fertig machen. Ja, ja, es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel. Komm, 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 komm. Jo, ich hab ihn, ich hab ihn. Er ist down. Wir haben aber nur noch ein Fipsel Energie. Uah. Ey, wenn ich nur ein bisschen mehr HP hätte, könnte ich ihn, glaube ich, sogar packen. Jetzt würde ich nämlich wieder seinen... Oh, das war schon knapp. Ich will seinen einen Angriff triggern. Seinen Wirbelwind. Oh, okay. Okay, es reicht nicht nur, sein zukünftiges Selbst fertig zu machen. 6,5 Stunden später. Ja, Ah, das Ballern. Also, wir haben beide auf Hälfte. Alter. Eine Kopfattacke. Ah, jetzt schießt er wieder rum. Ja, ja. Muss ich wieder ein bisschen springen. Jetzt wieder ihr Samurai-Kram triggern. Ah, nee, das hier. Hallo. Ah, Mist. Die Schwerter blocken mittlerweile auch, weil es so viele sind, blocken sie Attacken. Okay. Das sieht doch gut aus, Alter. Ich habe noch ein ganzes Herz. Wieder diese Attacke gemacht. Schießen. Oh ja. Den einen Hirsch habe ich fertig. Jetzt nur noch den zweiten.
Ja. Ja! Ja! Let's go! Sie fliehen? Und wir kommen mit. Alter, was? Jetzt wird er zum Riesen. Mit dem anderen auf seinem Kopf? Okay, da sind wir. Der Doggo! Als ob, wie cool! Das ist ja wirklich nice. Zack! Yo, und wir sind der Typ jetzt. Okay, das ist so ein bisschen rundenbasiert. Dann würde ich sagen D. Oh, er macht Barriere. Okay, dann mache ich jetzt Barriere. Okay, starke Attacke. Oh, da war er mit seiner schwachen Attacke besser. Zack. Und dann machen wir jetzt eine kleine Attacke. Ah, das war nicht gut. Starke. Mist. Starke. Bam. Okay. Dann mache ich wieder starke Attacke. Nee, ich mache schwache. Bam, sehr gut. Okay, Barriere. Nee, starke Attacke. Mist. Schwache Attacke. Sehr nice. Barriere. Nee, schwache Attacke. Mist. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn besiegt. Let's go. Wir haben es geschafft. Aber welches Ende ist das jetzt? Oh, das Gute? Nein, nicht. Nicht. Ich meine, ist doch unser zukünftiges Ich. Ja, kleiner Handshake. Wunderbar. Yo, what? Junge, was passiert denn jetzt hier? Drück den Hirsch-Button, Alter. Den Double-Hirsch-Button. Ah, sie sind im Kopf von dem Typen. Und sie erschaffen ein schwarzes Loch. Da ist jetzt leider kein Sound. Oh ja, Essen ist immer gut. Alter, wir sind jetzt ein Riesenhirsch. Yo, alles klar. Wir sind so groß wie ein Hochhaus. Wir sind so groß wie die Erde. Also zumindest mega riesig. Was passiert jetzt hier? Das bin ich? Man konnte sich am Anfang so einen komischen Charakter erstellen. Ja, frag mich nicht, warum ich so komisch aussehe. Letzter Boss. Du. Yo, what? Okay. Kriegst du jetzt auf die Fresse. Ja, mach, dass du wegkommst, Alter. Mann, Hilfe. Verpisst euch. Ach, guck mal, ich kann auch mich irgendwie aufladen. Bam. Geht hier ab. Wow, was war mit der Koala? Yo, Junge, wie soll ich das denn alles machen? Da habe ich gar... Ja, hä? Junge, dagegen hat man gar keine Chance. Also ohne Witz. Eine Ewigkeit später. Guck mal, jetzt sind wir wieder bei dem Koala. Oh, warte. Jawohl. Koala down. Jetzt kommt nochmal er hier mit dem friggin... Alter, was ist denn falsch bei dir, Junge? So, das ist der komische Aua, der Doggo. Warum ist da ein Typ mit so einer... Junge, dieses Spiel ist so weird, Mann. Ja, ich bin draufgegangen, ich weiß. 3 Tage später. Alter, was geht denn hier ab? Was ist das für ein krankes Level, Junge? Ich verstehe hier mittlerweile gar nichts mehr. Also diese aufgeladeten Laserstrahlen sind irgendwie immer noch am besten. So, den haben wir jetzt auch. Jetzt ist hier noch... Alter. Oh, hier haben wir kaum eine Chance. Sag mal, hör doch auf, die ganze Zeit auf mich einzuschießen. Junge, Leute, chillt mal. Nein, jetzt hör auf zu schießen. Boah, ich hab nur noch super wenig HP. Was ist das jetzt? Ja, ich mach gar keinen Schaden an ihm. Chillig. Was ist das jetzt? Jungs, hör doch mal auf jetzt hier. Was soll denn der Mist? Ich versuche einfach nur zu springen. Yo, ja, was soll ich denn da auch machen? Viele Monate später. Jetzt bin ich wieder bei diesem schwarzen Loch. Jetzt kommen wieder die ganzen anderen Homies. Jetzt kann man hier wieder nichts machen. Und ich bin tot. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Alter, es wird halt hier einfach so schnell. Er schießt halt 1000 Mal. Lass mich doch einfach leben. Warte mal, ich bleib hier oben. Ich back mich. Back. Lass mich nicht sterben. Ich hab's geschafft. Bitte. Ich will dieses Spiel doch nur durchspielen.
Junge, ich habe einfach den das Universum zerstört mit meinem Kopf. In seine Fresse. Junge, was ist denn das? Wir haben ihn. Oh Gott. Warum krabbelst du in seinen Mund? Bisschen Uli weg. Bitte lass mich das Spiel jetzt durchgespielt haben. Alter, was ist denn hier alles? Okay, wir leben. Es war alles nur ein Traum. Ah, alles klar. Ist der Hirsch, ist der Doktor ein Hirsch? Nee. Was ist denn? Ich bin Hirsch. Mein Kopf ist ein Hirsch. Alter. Junge, wie creepy, Mann. Dear Simulator. Oh, wir haben es doch. Oh. Alter, was war das für ein Fight, Junge? Wir haben jetzt hier eine Stunde. Eine Stunde für... Alter, das ist krass. Errungenschaft freigeschaltet. Let's go. Ah ja, zukünftiger Riesenkoala. Das Erleiden fühlt sofort... Was? Junge, warum ist da eine Giraffe? Alter, was haben wir denn jetzt noch alles freigeschaltet? Stimmt, wir müssen auch noch den zukünftigen Koala platt machen. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Hirsch-Simulator. Kleine XXL-Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr. Und ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.